Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 21. Januar 2014. Mein Name ist Norbert Giso. Jo, gestern habe ich ja intensiv über das Zeichen Wassermann gesprochen, was ja jetzt mit dem Eintritt der Sonne begonnen hat. Heute bereits die Sonne im zweiten Grad des Wassermanns. Diese Tageshoroskope, der Blick auf die Konstellation des Tages, sind natürlich immer eine allgemeine Beschreibung. Und das muss immer abgeklärt werden, wie es im persönlichen Horoskop aussieht, denn beispielsweise schwierige Konstellationen müssen sich im Einzelhoroskop nicht zeigen, genau das gleiche wie harmonische Konstellationen. Wenn es beispielsweise schneit, ist das für den einen Menschen etwas Wunderschönes und für den anderen Menschen sehr belästigend, weil sein Arbeitsplatz dadurch sehr viel komplizierter wird, ist immer eine Frage der Auslegung und der Bewertung. Und etwas beschreiben, wie jetzt das Tageshoroskop, kann man ja nur dann, wenn man bewertet. Aber diese Bewertung erfolgt eben subjektiv und muss eben auf den Einzelnen übertragen werden. Also sind wir jetzt in der Wassermannzeit, in der es grundsätzlich um Individualität geht und um Freiheit, wobei uns eben immer sehr stark auch bewusst wird, ob diese Individualität vorhanden ist, ob diese Freiheit vorhanden ist und wenn nicht, was die Faktoren in uns und in der Außenwelt sind, die das behindern. Dazu kommt heute ein Mond noch in der Jungfrau, der allerdings heute Mittag um 13.44 Uhr in die Waage wechseln wird. In der Jungfrau, der Mond im Erdzeichen Jungfrau, geht es um Praxis, Ordentlichkeit, nüchterne Analyse, um ein bewusst geführtes Leben, während es in der Waage vielmehr um Kontakt und Beziehung geht. Es gibt also heute Mittag einen Energiewechsel, wobei dann Sonne und Mond, der Mond im Trigon, also im harmonischen Aspekt von der Waage zum Wassermann, vom gleichen Element zum gleichen Element ein Trigon, ein Aspekt wirft. Dieser Aspekt ist heute genau um 16.42 Uhr und zeigt, dass Sonne und Mond in Harmonie zueinander sind. Was meistens auch bedeutet, dass Gefühl und Handlung übereinstimmen können. Und das können wir für uns nutzen, indem wir dann ab heute Nachmittag, heute Vormittag vielleicht noch mit Mond in der Jungfrau, pragmatische, praktische Dinge erledigen, vielleicht bestimmte Reinigung oder Säuberung, Dinge, an die wir nicht so gerne herangehen. Und dann ab heute Mittag uns mehr den schönen Dingen der Ästhetik, der Schönheit widmen und auch vor allem den Kontakt mit anderen Menschen, indem wir vielleicht Kontakt aufnehmen oder mit anderen Menschen zusammen sind, mit ihnen sprechen, indem wir vielleicht auch Brücken bauen zwischen Menschen, wo vielleicht ja auch in letzter Zeit Disharmonie war oder uns um besondere Harmonie dabei bemühen. Sodass der Tag heute, ab heute Nachmittag, eine gewisse Harmonie in sich trägt, die wir trotz aller vorhandenen Spannungen der längerfristigen Planeten immer noch, das Uranus-Pluto-Quadrat ist wirksam, hier mit Jupiter und Venus, das heißt in vielen Gebieten der Welt wie der Ukraine etc. gibt es starke Spannungen, das soll uns nicht davor hinwegtäuschen, aber oberhalb dieser Geschichten ist heute die Möglichkeit für eine Harmonie gegeben. Das wünsche ich all denen, die diese Tageshoroskope verfolgen und mir selbst auch und wünsche euch einen schönen Tag und sage dann bis morgen und tschüss.